Sehr verehrte Gäste, liebe Zuschauer, wenn ich vom größten Sohn der Stadt Frankfurt spreche und Sie etwas Literatur belesen sind und ich den Erlkönig erwähne, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit dem Kind. Oder auch von dem Faust zitiere oder vielleicht das Zitat vom Götz von Berlichingen, dann wissen Sie natürlich sofort, von wem die Rede ist. Und zwar von keinem Geringeren als unserem Johann Wolfgang von Goethe. In Frankfurt stand einst meine Wiege, jetzt bin ich wieder hier und liege. Der Blick erschweift, mal stark, mal schwach, sieht Elend, Not und Offenbach. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ja, gute, ich bin der Wolfgang. Ich wohne ja jetzt wieder hier in Frankfurt. Ich bin da in Bornheim in so eine Seniorenwohngemeinschaft eingezogen. Körperwelten reloaded. So, mittlerweile überall so gibt es ja immer mehr so Rentner und Alte. Und man spricht ja auch gern von dem demografischen Wandel der Gesellschaft. Also auf der einen Seite gibt es immer mehr Alte, auf der anderen Seite immer weniger Enten. Wenn du als Rentner mal irgendwie was füttern willst, dann musst du in manche Gegenden, musst du ja Woche vorher, musst du so eine Ente vorbestellen. Ohne Reservierung geht da gar nichts mehr. Im Güntersburgpark in Frankfurt, da kommen mittlerweile auf 17 Rentner, kommen gerade mal noch 3 Ente. Und ja, da hast du als Ende keine ruhige Minute mehr. Gell? Du wirst den ganzen Tag von so komplette Rollator-Lawine wirst du durch den Park gejagt. Gell? Und von dem ganzen Füttern sind die Viecher dick und fett und aufgequollen geworden. Gell? Und da gibt es Ende, die sehen mittlerweile aus wie so ein Kugelfisch. Und es ist ja so, die gemeine mitteleuropäische Stockende, ja, wenn die mal so 3 Kaste Weißbrote drin hat, dann ist die satt, dann spielt die nicht mehr mit. Aber am Bäckerrand stehen noch 7 Rentner mit 4 Tote Popcorn und 33 Hattekurre. Ja. Sah ein Alt ein Entlein stehen, Entlein auf der Heide, war so jung und morgenschön, bis ihr zerrobt die Eingeweide. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ja, es ist halt nicht so einfach mit denen alle. Wir haben ja bei uns in der Senioren-WG, unten am Eingang haben wir jetzt so eine Seniorenklappe. Da legst du den Kamerad Mumie, legst du da rein, schiebst die Schublade zu und hinten kullert er bei uns in der Hausflur. Mal immer noch besser, als wenn sie da in der Ferienzeit wieder am Rastplatz ausgesetzt werden. Ja, das ist, aber das Problem ist halt, also mal so das Material, das wir da reinkriege, das ist nicht immer wirklich zu gebrauchen. Also der Dings zum Beispiel, der Boris Becker war da auch noch dabei. Also beim Boris Becker merkt man ja, dass die Evolution manchmal auch gerne Päuschen macht. Gell? Ich stolz Deutscher zu bin. Meine Fresse. Der haut mittlerweile Sätze raus hier, da schaltet NSA verzweifelt ab, weil er es nicht mehr hören kann. Gell? Ja. Also. Ich will ja nicht überheblich wirken, aber mal ehrlich, wenn ich
Nach 3 Handcase und 4 Schoppe Apple war ihr Boyer schon mach. Da kommt ja mehr Substanz raus als beim Interview von Boris Becker, oder? Wer rappelt so spät, was klappert die Klappe? Im Flur liegt der Boris, den will keiner mehr haben. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Nee, ist echt ein Problem. Also da sind manchmal Typen, findest du da in der Seniorenklappe. Also die sind, sagen wir mal, auf der internationalen Beliebtheitsskala irgendwo zwischen Arschverrunkel und Steuererhöhung zu finden. Jetzt haben wir ohne schon so Schild haben wir hier gemacht, also mit klarer Vorgabe. Alter zwischen 67 und scheintot. Am Stück. Und ohne Zubehör. Aber es hält sich ja keiner dran, gell? Vor einem halben Jahr haben die uns den Tebatz von Els mitsamt seine Badewanne durch die Klappe gedrückt, gell? Jetzt schicken wir den 4-mal in der Woche nach Limburg zum Wäschwechsel, aber der kommt immer wieder zurück, den werden wir nicht los. Das ist und ganz, ganz schwierig ist halt mit Politiker. Gell? Politiker kannst du ja nicht mehr vermitteln, die wirst du nicht mehr los, wenn du die mal drin hast. Vor kurzem erst hatte Philipp Rösler noch geklingelt, hat gefragt, ob er für den Brüder dann noch die Abwrackprämie kriegen könnte. Der hessische Ministerpräsident Max Mustermann der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier natürlich, der ist ja in letzter Zeit öfter in Egelsbach gesehen worden. Da ist so Funkfeuer vom Flughafen. Und da hüpft er wohl alles drumherum und singt, schwarz-grün ist die Haselnuss, schwarz-grün bin auch ich, schwarz-grün soll der Tarek sein, gerade so wie ich. Tarek Al-Wazir ist ja auch noch stellvertretender Ministerpräsident. Das heißt, wenn der Volker Bouffier jetzt mal 6 Wochen in Kur geht, dann regiert in Hessen der grüne Harry Potter. Und Tarek Al-Wazir ist gewissermaßen der Zauberlehrling. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Herr und Meister, hör mein Rufen. Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Gude. Frankfurter Fasnacht nicht mehr wegzudenken. Ob als Struffelpeter, ob als Eintracht-Fan. Er ist der Autor von Asterix auf Hessisch und unser wahrer, gute und schöne Johann Wolfgang von Goethe, Jürgen Leber. Auf unseren Jürgen Leber ein dreifach kräftig Frankfurt. Schön und Auszug.